Also ich weiß, dass es vielen so geht, die vorher eben einfach immer gedacht haben, irgendwas ist falsch mit mir und dann ihre Diagnose kriegen, dass sie denken, boah, endlich. Es ist immer was los und man weiß nie so richtig, wo man hingucken soll. Es ist schon manchmal sehr anstrengend, mit mir zu leben, glaube ich. J'étais en permanence extrêmement distrait par n'importe quoi et n'importe qui. Si une mouche volait, j'étais distrait par la mouche. Ich bin Lotti, ich bin 24 Jahre alt und ich habe den kombinierten ADHS-Typ, das heißt den hyperaktiven und impulsiven Typ. Und ja, hab somit alles, was so dazu gehört. Je m'appelle Arthur, j'ai 21 ans, j'ai été diagnostiqué TDAH sans hyperactivité à 14 ans. Also zum einen habe ich schon eine Tendenz zur Hyperaktivität, was bei vielen Frauen nicht der Fall ist. Aber ich bin schon meistens in Bewegung und habe Schwierigkeiten, komplett still zu sitzen. Und wenn es nicht nach außen hin sichtbar ist, ist es trotzdem meistens nach innen irgendwie eine Art von Spannung oder Hyperaktivität. La solitude est un problème lorsqu'on a un TDAH. C'est-à-dire qu'on va se dire, je suis différent, j'ai une différence, je me sens incompris. Et donc, il y a une sorte de enfermement. Es ist schon so, dass es Tage gibt, wo ich sehr schnell sehr krass hochfahre und auch Kleinigkeiten mich zur Weißglut bringt, also dass ich einfach super schnell anfange zu weinen oder anfange sauer zu werden. Und das sind oft Situationen, die also in zwischenmenschlichen Beziehungen passieren. Ich habe meine Diagnose mit 22 bekommen, also vor knapp 2 Jahren, was relativ spät ist für ADHS. J'ai été diagnostiqué lors de mes 14 ans. Un psychiatre m'a diagnostiqué car j'avais pas mal de problèmes d'impulsivité en cours. Sur tous mes bulletins, mes professeurs me mettaient Arthur et rêveur. Arthur était en l'air. Arthur n'écoute pas la professeure lorsqu'elle parle. Je pense que c'est une accumulation de plusieurs petits événements qui ont tiré la sonnette d'alarme auprès de mes parents. Da ADHS immer noch relativ stigmatisiert ist, gab es nie so wirklich den Impuls von irgendwem zu sagen, es könnte auch ADHS sein. Vor 2,5 Jahren war ich in der Klinik, wo meine ursprüngliche Diagnose eine Borderline-Störung, die Symptomatik nicht mehr gegeben war. Und dann habe ich mich halt gefragt, ja, aber was ist das denn dann alles? Also warum checkt das denn keiner? Und das war dann sehr schnell klar, dass das eigentlich auf jeden Fall einfach seit Kindheit ADHS ist und dass man hätte vielleicht auch früher verstehen können, sehen können. Ich n'acceptais absolument pas le diagnostic, bien que j'étais très mal dans ma peau, j'avais aucune confiance en moi, aucune estime de moi. Also zuerst war es totale Erleichterung, weil es natürlich eine Erklärung für Dinge ist. Also ich weiß, dass es vielen so geht, die vorher eben einfach immer gedacht haben, irgendwas ist falsch mit mir und dann ihre Diagnose kriegen, dass sie denken, boah, endlich. Et le fait d'accepter le diagnostic, eh bien, voulait dire m'obliger en quelque sorte à me dire que oui, j'étais différent et à me stigmatiser en tant que personne différente, entre autres. Et donc, c'est absolument pas ce que je voulais. Je ne voulais pas l'accepter, donc pas le traitement non plus, pas les solutions qui m'étaient proposées avec. Donc, je suis resté comme ça pendant près d'un an, je pense. Jusqu'à que je me rende compte que voilà, ça devenait vraiment catastrophique. Im zweiten Schritt war ich aber auch ein bisschen sauer, dass man nicht einfach in meiner Jugend schon irgendwie das festgestellt hat, weil ich glaube, mir viel Stress in der Schule hätte erspart werden können. L'impulsivité que j'avais pu avoir verbalement au niveau des mots que j'allais prononcer et des réponses que j'allais donner eh bien à certains de mes camarades, à mes parents. Des amis. Impulsivität ist natürlich ein Ding, wo mein Freund natürlich auch manchmal dann mit klarkommen muss, wenn ich einfach völlig grundlos in Anführungsstrichen hochfahre. Es ist schon manchmal sehr anstrengend, mit mir zu leben, glaube ich. Au lieu de réfléchir avant d'agir, j'agissais, je réfléchissais ensuite. Je réfléchissais, mais un peu plus tard, c'est-à-dire le soir, lorsque j'allais m'endormir, lorsque j'essayais de dormir. Et ce qui m'empêchait généralement de m'endormir vite, car voilà, j'étais tout le temps. Ce souvenir de m'endormir en permanence en ayant des regrets. Et donc ça a duré très longtemps durant toute mon enfance. Mais il y a également certains aspects positifs qu'il faut mettre en avant. Ich würde sagen, was ich besonders gut kann, was vielen Menschen mit ADHS so geht, ist reden, wo ich auch kein Problem mit habe. Und das ist auch eine sehr positive Seite, dass man eben oft Menschen mitreißen kann und irgendwie charming ist und irgendwie kein Problem hat, sich so mit anderen Leuten so zu unterhalten. En fait, je pense que pour que ça devienne un avantage, il faut trouver ce pour quoi on est fait, avant tout. Et dans certains domaines spécifiques, on va être très bon et très performant, vu qu'on va hyper focaliser. Wenn ich in der Bank arbeiten müsste oder in einem Bürojob, der relativ starr ist, würde ich wesentlich mehr darunter leiden, mit dieser Störung zu leben. Ich habe einen relativ kreativen Job, wo ich mich irgendwie
selber so ausleben kann. Voilà, maintenant vous en savez plus sur le TDAH. N'hésitez pas à partager cette vidéo à votre entourage et à vous abonner au compte d'Hunter.